Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von MMORPG Tycoon 2. Hier mit eurem Xabotchen und es geht weiter mit Lost Princesses Harem. Die Prinzessinnen sind fort und wir müssen die suchen. Wir wollen die alle in unserem Harem haben und wir haben überall unsere kleinen Schlösserchen. Und das Startergebiet sieht schon richtig, richtig gut aus. Das entwickelt sich prächtig. Unser Gebiet 2 wird auch immer besser inzwischen. Wir haben inzwischen jemanden, der Level 5 ist und Region overloadet. Wir müssen jetzt mal bei... wo sehe ich das denn? Region overloadet. Wo sehe ich das denn? Beim Network? Also wahrscheinlich wird es Gebiet 1 sein. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Region overloaded. Gegen Region overloaded hilft die Server. Hier einen Server hin, würde ich sagen. Ne? Ich stelle hier einen Server hin. Kostet 10.000. Und ein Kabel. Subscribers unable to join. Und jemand ist zum ersten Mal Level 5 geworden. Rating, Advertise, das läuft hier alles noch. Develop Management. Wir sind fleißig am Machen. Numbers of Trouble Tickets. Ich will auch nicht zu viel Geld ausgeben für die Trouble Tickets. So, wir machen 2. Auch von jedem 2 und dann passt das schon. Overview. Shops, Respawns, Dungeons, Quests, NPCs, hier kann man einiges sehen. User Login 702.53. Mit unserem neuen Server, den wir hier eingesetzt haben, krächzen wir hier ganz schön am Limit. 10.000 müssen wir dafür ausgeben. Gut, ja, nichtsdestotrotz, ich wollte jetzt noch hier ein... wir müssen ein neues Gebiet machen. Ein neues Gebiet soll an den Start. Und die Idee ist, wir machen das hier zum Gebiet Nummer 5. Crystal Stone. Wir machen das. Wir haben nicht mal vor. Also. Auf geht's. Die Sache etwas beschleunigen. Ah, jetzt Kohle weg. Region Overload schon wieder.
Diese. Die hat 200, hier sind 50 gering. 600 von 800, 700. Oh. Dann ich muss hier noch einen Server reinsetzen. Add Campaign ended. Okay, dann sind wir langsamer. Magazin. 7 Tage. Auf geht's. Wir müssen echt Schotter machen jetzt. Kohle, Moneten, Finanzen. Hier unten blinkert's. Hier ist ein Problem. Also. Wieso blinkert das hier? Build White Area, Build Kapazitator. Hier einen Kapazitator hängen. Friemeln hier den Strom ran. So. Kapazitator blinkt immer mehr hier. Network Kapazitator accumulates unused bandwidth and provides advantage if there is a shortage near them. Na gut, dann müssen wir halt hier einen Uplink machen. Dann machen wir einen Uplink. Einen Uplink machen wir. Hier. Eine Kohle von Uplink. Was kommen jetzt hier? 5000 brauche ich. Knapp bei Kasse. Aber das ist doch typisch für mich. Immer knapp bei Kasse. So. Jetzt sollte das Problem gelöst sein. Stromproblem gelöst oder Netz, wie auch immer, Netzwerk, Bandbreite. Gut, 3,8, da passiert nicht mehr viel. Konfiguriere eine Level 5 Umgebung. Dafür brauche ich Geld, das ich nicht habe, dann muss ich wieder schneller laufen lassen. Und die ansuppen hier immer noch, das nervt mich übelst. Dass die ständig nur ansuppen. Ursache unklar. Ich mache
hier raus eine Region 3, hier raus eine Region 5. Vielleicht ist das einfach. So richtig mega gut gefällt mir die Idee nicht, aber. Naja. Dann brauchen wir jetzt erstmal 5000. Brauchen wir erstmal überhaupt Schotter? Kohle, Moneten, Finanzen. Dann mache ich da ein 3 draus. Pfade. Ein Pfad hier durch, ein Pfad hier durch, die beiden verbinden. So, das haben wir auch. Jetzt brauchen wir hier eine Respawn-Geschichte. Das Respawn-Ding, das können wir hier unten hin. Das ist ein Eingang. Da. Der Respawn kommt hier hin. So. Nee, nicht das. Mist, passt nicht ein. Okay, dann machen wir den hier hin. Die Tower drehen wir so. Fertig. Ja, ich weiß, hier ist noch kein Network.
Gut, das haben wir auch. Das haben wir auch. Alles verbunden. So, dann kriegt ihr hier eine Taverne. Und natürlich kriegt ihr hier auch ein Inn. Blacksmith. Der Blacksmith ist hier oben. Zack. Dann gibt es hier noch einen Shop. Gleich neben der Kneipe gibt es noch einen Shop. So. Und einen Potion Shop gibt es natürlich auch. Bitteschön. Dann hätten wir das ja. Dann gibt es noch NPCs. Und zwar gibt es hier Wachen. Hier steht einer, da steht einer, da steht einer. Hier am Turm steht einer. So. Und hier steht auch einer. Dann gibt es hier auf jeden Fall gibt's hier einen Questgeber, der sagt, geh hier überall rein. Der steht hier. Und Pause. Deine Quests sind eigentlich total simpel. Go zum Blacksmith. Go zum Inn. Go zum Potion Shop. Go zum Shop. Ne. Go zum Shop. Und geh zur Taverne. Genau, das sind deine Quests. Zack. Das freut mich total. So, dann hier, Upgrade. 7.0 dürfen wir machen. Was heißt Challenges? I need you to go into this dungeon and defeat the Red King. The comeback and I'll watch you around. Hier, komm, auf geht's. Hier unten tut sich nichts, ne? Von den. Von den Sachen hier unten ist passiert einfach nichts. So, was wollte ich jetzt noch machen? Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwelche Monster. In diesem Gebiet. Und zwar rennen hier Wölfe rum. Hier rennen Wölfe rum und zwar hier. Hier laufen Wölfe. Zack. Und dann hier laufen Spinnen rum. Upp. Hier von Gebiet 3 zu Level Gebiet 4 Volt, dann müsst ihr durch die Spinnen durch.
haben wir noch. Ja, auf jeden Fall haben wir noch irgendwo Kobolde. Ich weiß noch überhaupt nicht, was wir hier machen, aber ich brauche erstmal ein paar Gebiete. Das ist planungstechnisch noch nicht ausgereift, der Gedanke. Wenn wir alles noch ein bisschen anpassen später. So, hier sind Kobolde entlang dieses Weges. Und dann hätte ich gern einen Questgeber, der. Dann haben wir noch so ein Quest-Typi. So ein Questgeber, der steht hier. Zack. Und der. Das ist das Problem mit dem Mauszeiger, ne? Der ist zwar voll witzig. Aber er macht es halt nicht einfach. So. Er sagt hier, das ist doof. Das macht das weg. Dann sagt er, zerstör die Spinnen. Dann sagt er, mach die Wölfe platt. Dann sagt er, geh zum Clock Tower. Wenn du das alles erledigt hast, geh zum Clock Tower und danach geh die Taverne. Perfekt. Braucht gar nichts ändern. Super. Das gefällt mir sehr gut. Und schon haben wir hier ein bisschen Gebiet 3. Und ich hoffe, dass wir die Thematik mit Gebiet 2 und 3 das Problem gelöst haben mit diesem Ansuppen hier. Irgendwie blöd mit dem Unsuppen. Gut, dann hätte ich gerne noch eine Vogellandeplattform. Nee, erstmal hätte ich wieder Werbung. Oberwerbung. Hier war Werbung. Sieben kostet das. Dann ist das. Oh, 21.000. Okay, gut. Wie fühlen wir uns dabei? Fühlen wir uns gut dabei? Es gefällt mir. Was wir noch machen müssen, ist, wir brauchen hier. Wir haben hier den Questgeber, der sagt, ran an die Tresen-Dingsen, aber da geht keiner hin. Die sind ja alle schick am Rumlatschen. Richtig mit den Krokodilen hat auch keiner was zu tun. Hier so ein bisschen. Aber die Szenerie sieht schon mal gut aus. Gefällt mir. Hier haben wir unsere ganzen Salatfelder und Farmen. Hier die Kneipe. Hier unser kleiner. Über alles was zu tun. Er hat eine Quest, geht auch kaum einer hin. Hier ist ordentlich Betrieb auf der Straße. Und hier wird socialized, wie verrückt. Was mich sehr freut. Viel Socializing. Mal hier, der Pfad ist so überlaufen. Kein Problem mehr. Zu Anfang sind sie ja gestorben wie die Fliegen. Jetzt läuft's. Hier ist echt massig was los, ne?
Sind wir von Level 2 zu Level 3? Wir können ja jetzt hier durch. Und von der 3 können wir dann zu 4. Ich bin entzückt, mir gefällt das gut. Ich würde einfach, weil das hier so gut geklappt hat, den Wald hier mit rüberfriemeln. Weil mir das total gut gefällt. Muss ich den Wald hier noch mit reinbauen. Machen wir erstmal noch ein bisschen Wald. Das ist nicht so. Bin entzückt. Das ist voll gut. Das ist entsetzlich gut. Das gefällt mir. Sehr schön. So, dann geht hier ein Pfad hin. Dann geht hier ein Pfad hin. Dann geht von hier ein Pfad hier runter. Schlägt hier einen Haken. Geht hier am Waldesrand entlang. Und führt hier hinten rein. Wird wahrscheinlich nie einer langlaufen. Bei meinem Glück. So, kann vielleicht eine Fischerhütte oder irgendwas hinmachen. Und dann gibt es einen Pfad, der führt hier lang. So. Äußerst gut. Dann brauchen wir mal wieder ein paar Szeneriebilder. Nee, wir können ja noch hier gibt es einen Blacksmith. Hier, wo gibt es einen Blacksmith? Hier gibt es einen Blacksmith. So, das hier ist der Blacksmith. So, ich hier so einen einzelnen Pilz reinmache, sieht das aus, ne? Ja, machen wir es so. Hier gibt es Kristalle.
Aus Gründen, die keiner kennt, gibt es hier Kristalle. Und der Blacksmith macht aus diesen Kristallen irgendwas Tolles. Das mal so ein bisschen so und kombiniere das mit diesen Dingern. Das ist ja alles irgendwie so ineinander verwurstet. Kristalle sind quasi in diesen Steinen drinne. Der Gedanke gefällt mir ganz gut hier. Wir sind hier irgendwie in diesen Steinen drin. Genau. Und hier vorne ist quasi schon so ein bisschen abgebaut. Das gefällt mir gut. So, da hat hier auch so einen Stein rum. Vielleicht ein bisschen dichter gefahren. Der werkelt hier. So, dann haben wir hier das. Wo war das hier? Das war nicht. Jetzt kann ich das dann wieder anbauen. Echt jetzt? Okay, shit. Haben wir irgendwas Ähnliches? Das hier? Wir sind hier angestellt. Da sind wir dran am Machen. Hier wird dran rumgefriemelt an dem ganzen Zeug. So. Tja, wir versuchen hier diese Kristalle abzubauen. Deswegen sind hier überall so eine Teile. Und natürlich wollen wir das Zeug abtransportieren, deswegen haben wir hier so eine Karren stehen. So eine zum Abtransportieren Karren. Und wir haben natürlich auch Kisten. Kisten, wo die Kristalle schon drin sind oder rein sollen. So. Wir schützen uns ein bisschen vor Räubern, damit die uns hier nicht unser wertvolles Zeug klauen. So. Ein kleiner Steinbruch. Ups, was ist da?
Gut. Ja, dann brauchen wir natürlich Wasser hier für das ganze Gemeißel und Gemetzel. Wasser, machst Wasser hier. So. Das ist dann der Abtransportkarren. So. Und dann wollen wir, hier gibt es auch noch ein bisschen Grün. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen. Eher dezent. Ach, wir können schon wieder upgraden. Ich hätte schon längst wieder upgraden können. So, Release 7.1. Ich vergesse mal das Upgraden zwischendurch. So, gut, ich bin entzückt. Ich bin entzückt. So, das führt natürlich dazu, dass hier wegen der schönen Kristalle rennen hier auch Trolle rum. Hier rennen Trolle rum. Die wollen hier ran an das Zeug. Die Trolle. So, und dann gibt es natürlich auch noch einen Trollboss. Gibt sogar mehrere. Drei Trollbosse. Und dann gibt es hier einen, der hier arbeitet. Und der hat natürlich Quests. Ist auch noch ein Weibchen hier. Lady Intwat. Lady Ildwat hat natürlich folgende Aufgaben für uns. Und zwar mach den da platt. Dafür kriegst du 20 XP und 5 Gold. Dann mach bitte den platt. Dafür kriegst du 20 XP und 5 Gold. Und dann mach bitte den platt. Dafür kriegst du 20 XP und 5 Gold. Die kleinen Viecher, die werden nebenbei dadurch gemacht. Und dann geh in eine Kneipe. Und dafür kriegst du 10 XP und 0 Gold. Gut. Ja, und die Zeit ist auch schon wieder rum. Schönes neues Gebietchen hier. So ein bisschen. Mit in den Steinen eingewachsene Kristalle.
mir gefällt. So, wenn es euch auch gefällt, dann gerne das Däumchen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Zaubertchen. Tschüss, mit euch.